Sowohl der Name als auch das Cover sehen relativ generisch aus. Wer ist dieser Maru und wieso sollte mich seine Mission interessieren? Aber nun ja, lass uns da mal herausfinden, ob das Spiel zu Recht nicht so bekannt ist oder vielleicht sogar ein Hidden Gem ist. Was taugt Maru's Mission für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Toast entwickelt und von Jaleco 1990 in Japan und 1991 in Nordamerika veröffentlicht. Europa ging bei dem Release leider leer aus, daher ist das Spiel auch nur auf der virtuellen 3DS-Konsole in diesen beiden Regionen erhältlich. Die Hintergrundgeschichte reißt schon einmal keine Bäume aus. Eure Freundin Cory wurde entführt und, naja, ihr müsst sie halt befreien. Das Konzept ist so alt wie die Videospielgeschichte. Das Spiel ist ein Plattformer. Ihr steuert den Helden Maru, springt durch die verschiedenen Level. Zum Glück scheint ihr aber ein Ninja zu sein, denn eure Standardwaffe sind Ninja-Sterne, welche ihr im Prinzip unbegrenzt im Dauerfeuer verschießen könnt und damit die Gegner erledigt. Optional gibt es natürlich auch andere Waffen, die zwar auch teilweise kreativ sind, aber auch nicht viel effektiver sind. So werft ihr zum Beispiel Bomben oder erledigt gleich mit einer Welle den ganzen Bildschirm. Einen kleinen besonderen Kniff gibt es jedoch schon beim Herumlaufen im Level. Ihr könnt auch stellenweise an der Decke herumlaufen und so immer die Position wechseln und so Hindernissen ausweichen. Das ist allerdings nicht wirklich nötig, denn das Spiel an sich ist ziemlich leicht. Ihr habt zwar keine Leben, aber dafür eine recht großzügige Lebensenergie, die ihr unten rechts als Zahl seht. Jeder Gegner hinterlässt bei seinem Bildschirmtod Luftballons, damit ihr die einfüllen, die dann eure Energie wieder auf. So ist es fast unmöglich, an den Gegnern zu sterben. Die Level an sich sind immer gleich aufgebaut. Es gibt verschiedene Welten mit jeweils zwei Leveln. Im ersten gibt es einen Boss und wenn dieser stirbt, gibt er euch die Waffe, um den zweiten Boss der Welt zu besiegen. Mit dieser speziellen Waffe geht das denn noch einfacher, als der erste Boss schon war. Ihr merkt also, eine große Herausforderung erwartet euch in diesem Spiel definitiv nicht. Das Ganze wäre dann aber noch einfach, wenn es nicht einen großen Feind geben würde. Die Steuerung. Die ist nämlich leider ultra schwammig. Das Sprunggefühl ist einfach Mist und ihr seht es wahrscheinlich sofort an den Gameplay-Szenen. Die Gravitation ist irgendwie wie auf dem Mond und das ist meistens nicht gerade toll für einen Plattformer. Die Grafik an sich geht in Ordnung. Hier und da gibt es Slowdowns, wenn das System mal wieder etwas zu viel zugemutet wird, aber an sich geht die in Ordnung. Für ein frühes Gameboy-Spiel zwar nicht optimal, aber passt. Das Sound hingegen ist besser geraten und begleitet euch beim Spielen stets passend, ist allgemein aber jetzt auch nichts Besonderes. Was taugt Maru's Mission für den Game Boy also heute noch? Nach meiner Meinung haben wir in Europa mit diesem Spiel auch nichts großartig verpasst. Es wirkt irgendwie nicht ganz ausgereift. Ich erkenne viele gute Ansätze, aber im Detail stimmt dann doch so einiges nicht. Man kann es durchaus mal anzocken, aber mir wurde es dann doch nach relativ schneller Zeit ziemlich langweilig. Es ist einfach stellenweise zu einfach und ohne Herausforderung macht es keinen Spaß. Das war der Test zu Maru's Mission für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.